Moin, ihr Derby-Siegerinnen und Derby-Sieger. Unglaublich, oder? Was war das schon wieder für ein Spiel am Montagabend? Man hatte sich ja so ein bisschen schon irgendwie angefreundet mit dem Unentschieden, dachte, okay, 0-0, den Punkt nehmen wir mit. Und dann 88. Minute, Luka Zander gibt den Ball so leicht rüber, er wird noch abgefälscht und dann kommt Kofi Tchéré angerauscht und fackelt das Ding einfach in die Maschen hinein ins Glück zum Derby-Sieg. Ja, wir wollen uns jetzt die schönsten Bilder nochmal anschauen. Auch so nach dem Spiel haben wir auch noch das ein oder andere für euch vorbereitet, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Also, los geht's. Das Feuerwerk von vor dem Anpfiff übertrug sich direkt nach dem Spielbeginn auch auf den Rasen, wo beide Teams vor allem in der ersten Halbzeit offensiv einiges abfeuerten. In einer packenden und umkämpften Begegnung gab es zahlreiche Torchancen auf beiden Seiten. Der Ball wollte aber einfach nicht über die Linie gehen und so sah es im Laufe der zweiten Hälfte immer mehr nach einem 0-0 Unentschieden aus. Bis in der 88. Minute schließlich Kofi Tchéré Maßnahmen und der Rest, der ist schon jetzt fast braun-weiße Geschichte. Und das war er möglicherweise, der Lucky Punch, am Pauli führt! Daniel Kofi Tchéré mit dem Tor und was für ein Strich! Luka Zander legt den Ball zurück und Tchéré kommt angerauscht aus 14 Metern, wie auch immer. Und der Ball zappelt im Netz. Super, also ich muss sagen, wenn ich mir den Abend ausmalen könnte, wäre er wahrscheinlich genauso verlaufen, wie es gelaufen ist und ja, bin ungemein glücklich und auch stolz auf die Truppe. Ich freue mich sehr auf diesen Sieg, mein erster Derby und es war sehr schön. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Leistung gebracht und wir haben verdient gewonnen und ja, Hamburg ist braun-weiß. Gänsehaut pur. Ich denke, der Sieg von der Mannschaft geht ganz besonders an euch raus in dieser Zeit und deswegen, Hamburg ist braun-weiß. Wirklich so schöne Bilder, die könnte man sich ewig angucken. Die Spieler haben sie sich bestimmt auch schon mal angeguckt, stehen aber inzwischen natürlich schon wieder auf dem Trainingsplatz und bereiten sich gewissenhaft auf das nächste Spiel vor. Zum Einstieg in die Trainingswoche gab es da am Dienstag eine ganz launige Spielform. Da ging es so ein bisschen um Flanken und Kopfbälle und so. Wir haben da mal ein paar Impressionen für euch vorbereitet. Da gehen wir jetzt rein. Am Tag nach dem Derby ging es für die Schulzelf schon am Vormittag wieder zurück an die Kollaustraße. Für die Spieler, die am Montagabend nur kurz oder gar nicht auf dem Platz gestanden hatten, war ein buntes Spielersatztraining mit abwechslungsreichen Übungen angesetzt. Die Laune war dabei verständlicherweise bestens. Die Derby-Startelf war währenddessen zu einem regenerativen Lauf aufgebrochen und sammelte sich anschließend noch auf dem Platz zu einer Stretching-Einheit. Dabei wurde auch Ryo Miyaichi von seinen Kollegen herzlich empfangen. Ryo arbeitet weiterhin an seinem Comeback und absolvierte am Dienstag Läufe mit Athletiktrainer Christoph Heinck Scheller. Im Anschluss ans Training wechselte Rodrigo Salazar kurzerhand die Seiten und probierte sich mal als Kameramann. Während unsere Nummer 8 dabei eigentlich ganz schöne Bilder einfangen konnte, vergaß er leider nur, das Mikrofon einzuschalten, sodass wir euch die Aussagen von seinem Interview mit Kofi und Omar an dieser Stelle leider nicht präsentieren können. Am Mittwoch folgte für unsere Profis ein trainingsfreier Tag, bevor für Donnerstag und Freitag die finale Vorbereitungsphase auf das Spiel gegen den KSC im Plan stand. Die Stimmung auf dem Trainingsplatz ist also hervorragend. Die Boys in Brown wollen sich aber nicht auf dem Erfolg ausruhen und wollen direkt am Samstag an ihre Leistung anknüpfen. Dann geht es nach Karlsruhe zum KSC, die wir uns jetzt mal genauer anschauen. Dazu haben wir auch mit Co-Trainer Loïc Favé gesprochen. Nach 23 absolvierten Spieltagen steht der Karlsruher SC mit 39 Zählern auf dem 5. Platz. In den letzten 6 Spielen gab es 4 Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Ja, erstmal ist Karlsruhe eine Mannschaft, die ähnlich wie wir sehr gut ins neue Jahr gestartet ist. Ich glaube, aus den 10 Spielen jetzt sind sie die beste Mannschaft im Jahr 2021. Letztes Jahr haben sie eher unten mitgespielt. Eine gewachsene Mannschaft, die glaube ich, aus dieser Phase auch
sehr stark rausgekommen ist, am Anfang einen schwierigen Start gehabt hat und dann eine gute Serie hingelegt hat. Das ist eine Mannschaft, die sehr viel über Standardsituationen löst. Ich glaube, vor Sandhausen die Mannschaft mit den meisten Toren nach Freistößen und nach Eckbällen. Ja, und da werden wir uns in der Woche auf jeden Fall darauf vorbereiten. Auch eine Mannschaft, die sehr viel über Hereingaben löst, dann Präsenz in der Box hat und ja, zielstrebig nach vorne spielt. Und gerade so das Thema Hereingaben, das Thema Standardsituation, etwas, was wir uns diese Woche vornehmen werden. Es ist so, dass wir jetzt in den letzten Wochen schon einen Schritt gemacht haben, was Standardsituationen angeht. Einfach diese Wachheit zu haben, die Präsenz in der Box, zweite Bälle zu verteidigen, sich reinzuwerfen, wie Sepp gegen Darmstadt zum Beispiel in der letzten Minute. Das sind so Dinge, die kann man beeinflussen, weil auch da ist es bei Karlsruhe so, dass es jetzt nicht besondere Varianten sind, sondern einfach Entschlossenheit, den ersten Ball zu gewinnen oder dann eben bei Abprallern wach zu sein. Und das ist eine Sache, die werden wir auf jeden Fall noch mal trainieren und angehen. Aber da haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen auch einen großen Schritt gemacht. Da geht es dann um Kleinigkeiten. Es wird also keine leichte Aufgabe, die uns da am Samstag im Wildpark erwartet. Zum Ende der Folge gibt es jetzt noch den Wochenrückblick. Zum Anfang hat dort Ewald Lien ein paar Worte an euch gerichtet. Würde es gehen, würden wir zusammen unseren FC St. Pauli hier unterstützen. Wir alle wissen, dass das im Moment nicht geht. Was aber geht, ist, euch allen aus tiefstem Herzen für eure unermüdliche Unterstützung zu danken. Ohne euch wäre der FC St. Pauli in weitaus schwierigerem Fahrwasser. Deshalb hoffe ich, dass diese Zeiten bald zu Ende gehen mögen und wir uns in der neuen Saison hier alle wiedersehen und in die Arme schließen können. Würde es gehen, würden wir euch umarmen. Bisher konnten alle Inhaber und Inhaberinnen eines Saisonabos für jedes ohne Fans absolvierte Spiel der Saison entscheiden, ob sie sich den vollen Betrag erstatten lassen oder auf einen Teil oder die komplette Summe zugunsten des Vereins verzichten. Da wir beim FC St. Pauli die Planung für die kommende Saison vorantreiben müssen, bitten wir alle Fans im Besitz einer Dauer- oder Jahreskarte darum, uns bei den Planungen zu unterstützen und sich zeitnah für eine Variante der Erstattung zu entscheiden. Dabei wird es durch ein sogenanntes Erstattungskaufhaus eine dritte Möglichkeit geben, die Ansprüche geltend zu machen. Alle Infos dazu gibt's über den Link in der Beschreibung. Im zweiten Make-It-Count-Video hat Britta aus dem FC St. Pauli Museum unserem Partner Jack Daniels und uns von ihrer großen Leidenschaft für den Verein erzählt. Das ganze Video findet ihr wieder auf unseren Kanälen sowie auf den von Jack Daniels bei Facebook und Instagram. Wenn ihr jetzt noch bis zum 15.03. zu Lichtblick wechselt, bekommt ihr einen 30€ Wechselbonus on top und wir können gemeinsam das Klima und den Kiez schützen. Mehr dazu findet ihr über den Link hier unter dem Video. Das war's für diese Woche. Jetzt hoffen wir am Samstag auf die nächsten 3 Punkte. Forza St. Pauli und Hamburg ist braun-weiß.